Herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Wieder auf dem Weg. Hast du eine Idee, wo sie sich verstecken könnten? Klar, Tango sagte, dass Rumba vor dem Land der Uralten schwimmen geht. Okay, also, ja, was heißt vor dem Land der Uralten? Also unten auf der Karte wahrscheinlich. Polonaise ruht sich unter einem Felsen im wilden Dschungel aus. Moment. Das mache ich nicht nochmal mit. Also im Wasser, dann wilder Dschungel. War der wilde Dschungel jetzt hier? Ja, muss ja eigentlich, ne? Wilder Dschungel, Felsen. Ich vergesse das sonst wieder bis gleich. Also es ist so spät und ich bin so saumüde, es tut mir leid. Und der kleine Wälzer versucht, sich in den funkelnden Dünen zu bräunen. Funkelnde Dünen, okay. Ja, keine Ahnung, wo jetzt genau, aber ist zumindest schon mal ein Ansatz, wo wir hin müssen. Okay, danke für den Tipp. Ich mache mich wieder auf die Suche. Das Problem ist jetzt nur, dass ich natürlich nicht, weil ich vermute mal, ich vermute übrigens auch mal, dass das jetzt nur so eklig nebelig gerade geworden ist, wegen der Quest. Die Frage ist jetzt, müssen wir den jetzt einfach so blind angeln oder ist der irgendwo im Wasser? Ich vermute mal stark, dass wir den blind angeln müssen. Dann würde ich das nämlich als letztes erstmal aufschieben. Dann haben wir noch wilder Dschungel an einem Felsen. Wilder Dschungel ist natürlich hier das komplette Mal eben da oben, war ja klar. Wilder Dschungel an einem Felsen. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch so neblig gemacht, damit man nicht sehen kann, was gemeint ist. An einem Felsen, ja toll. Was meinen die jetzt genau mit Felsen? Die jetzt hier drumherum sind? Oder meinen die mit Felsen jetzt einen besonderen Felsen? Das ist jetzt die Frage. Also hier ist auf jeden Fall erstmal der wilde Dschungel noch. Da oben würde es jetzt aus dem wilden Dschungel streng genommen rausgehen, vermute ich mal. Vielleicht gehört das auch noch dazu, ich habe keine Ahnung. Aha. Okay, also wir müssen, ich verstehe, wir müssen, der brutzelt in der Sonne, was auch immer das heißen mag. Wir müssen die raushauen. Raus angeln, schätze ich mal. Und funkelnde Dünen war das, ne? Und raus buddeln wahrscheinlich. Ja, genau. Genau, wir müssen den raus buddeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich mach die mal weg. Ich habe keine Ahnung. Ich tue die mal einfach weg. Vielleicht kommt er dann jetzt irgendwo. Ich schaue auch mal genau hier rein. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal eben schnell zum Dock, schneide das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen zusammen oder ziemlich sicher was zusammen, weil das Ganze viel zu lange ist. Werde euch dann zeigen, wo ich den geangelt habe, wenn ich ihn geangelt habe, wovon ich jetzt mal ausgehe, den einen hier. Und dann zeige ich euch gleich, wo ich den anderen finde, in der Hoffnung, dass ich ihn überhaupt finde. Das wäre nämlich blöd. Ups. Ja, das ist daneben, ich weiß. Es wäre nämlich blöd, wenn nicht. Habe ich da gerade einen Wecker gehört? Das ist doch ein Wecker. Ja, wir haben den Wecker. Sehr cool. Das war jetzt wirklich gut, weil ich den tatsächlich schon gehört habe. Ja, ich werde jetzt mal schauen, ob ich da oben noch was finde. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wirklich nur der Bereich die funkelnden Dünen sind. Ich laufe tatsächlich mal alles ab. Mal gucken, ob wir da irgendwo was finden können. Und da war ich schon. Dann gehen wir mal hoch. Theoretisch müsste ich den... Okay, ich brauche ihn gar nicht zu hören. Ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott, endlich. Bring das letzte Wecker-Trio zu Oswald, bitteschön. Also gut, hier sind die restlichen Geflohenen. Spitzenmäßig!
Ich will ehrlich zu dir sein, Oswald. Das ständige Klingeln war super nervig, ja. Das sind die niedlichsten Wecker, die ich je gesehen habe. Du musst dich besser um sie kümmern. Hey, es ist nicht meine Schuld, dass sie abgehauen sind. Du bist derjenige, der sie animiert hat, nicht ich. Aber ich... Nun, siehst du, es ist so. Ich wollte nur, dass sie mehr Spaß haben. Aber Oswald, was ist, wenn sie wieder entkommen? Wir können nicht zulassen, dass sie ständig auf der Insel der Ewigkeit rumrennen. Sie haben die Leute bereits aufgeweckt. Oh je. Ich schätze, du hast recht, Gameplayerin. Sie treiben sich gerne herum. Wer weiß, bei der nächsten Gelegenheit können sie sich durchmogeln. Ja, wir müssen sie dazu bringen, sich zu beruhigen. Ich hab's. Wir müssen mit Olaf reden. Oh, tolle Idee. Vielleicht kann er Ihnen eine Geschichte erzählen oder so. Das ist es. Komm, lass uns Spuren hinterlassen. Okay. Olaf, ist der denn überhaupt hier irgendwo auf der Insel oder müssen wir dann auf die andere... Achso, da unten ist er. Okay. Olaf, komm her. Bitte hab eine Hallo, Idee, wo ich ich jetzt nicht bräuchte wieder hier grinden etwas muss. Hilfe. Hallo Olaf, ich habe mich gefragt, ob du bei mir bei etwas helfen kannst. Natürlich, Gameplayerin. Ich liebe es, einem Freund zu helfen. Was kann ich tun? Nun, Oswald hat diese Wecker, die zum Leben erwacht sind. Das ist mir passiert. Es ist sehr lustig. Am Anfang ja, aber sie werden langsam lästig. Sie haben sich ausgetobt und die Leute geweckt. Aber ich habe gedacht, könntest du ihnen helfen, sich zu beruhigen? Sie müssen einen Gang zurückschalten und sich nur morgens aufregen, wenn sie Oswald aufwecken sollen. Willst du damit sagen, dass ich eine Geschichte vor einem Publikum von Weckern erzählen soll? Ja. Wow, ich hatte noch nie so ein Publikum. Ich kann es kaum erwarten. Ich treffe Oswald und dich bei Oswalds Haus mit den Weckern. Ich habe schon so viele Ideen für Geschichten. Manche, tja, Okay. das war's dann wohl. Ja, was heißt, das war's dann wohl? Es fängt ja gerade erst an. Das hätte ich nicht sagen sollen, oder? Ich will ja nicht, dass es gerade erst anfängt, sondern ich möchte ja schon gerne die Quest mal beenden können. Deine neue machen, das ist okay. Aber ja, die würde ich gerne beenden. Irgendwo war hier auch dieses schwarz-weiße Tier mit dem unaussprechlichen Namen. Muss ich gleich mal nachgucken. Wo ist Olaf? Olaf ist immer noch nicht da. Olaf? Du kleiner Racker, wo bist du denn schon wieder? Hallo? Triff Olaf und... Ach so, in Oswalds Haus. Ach, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ach, da sind doch schon alle Wecker. Das ist ja geil. Moment, kann man das... Kann man das... Oh, bitte. Bitte, bitte. Ich will nur ein Foto davon machen. So. Moment. Nein! Och, Mann. Müssen die eine mal alles kaputt machen? Och. Ja, nee, das ist kein Foto. Och Mann, ich will keine gute Nachtgeschichte an und ich wollte ein Bild davon machen. Jetzt bin ich ganz traurig. Eigentlich bin ich mir nicht sicher, ob ich Zahnfleisch habe, aber ich verstehe. Es war einmal eine kleine Uhr. Was hat das mit Zahnfleisch zu tun? Aber jede Nacht träumte die kleine Uhr davon, ein großer Uhrenturm zu sein. Du musst groß träumen und den Kohl holen. Was? Eines Tages vergaß der Uhrenmacher, den Wecker für den Morgen zu stellen. Aber der treue kleine Wecker wusste, dass der Uhrenmacher aufwachen musste. Also klingelte sie trotzdem laut. Altbewährt, genau wie ich, okay? Der Uhrenmacher war dankbar und wollte die Fähigkeiten der kleinen Uhr mit allen teilen. Also begann der Uhrmacher, einen großen Turm zu bauen. Nach wochenlanger Arbeit stellte der Uhrmacher den Wecker schließlich nach ganz oben, wo er dem ganzen Dorf die Zeit verkünden konnte, bis in alle Ewigkeit. Hey, ich glaube, die schlafen schon. Achso. Psst.
Nein, jetzt kriege ich das nicht weg. Jetzt kriege ich das nicht weg. Nein. Och, komm. Der versaut mir schon wieder alles. Nein, will ich nicht. Ach, nervt doch nicht. Ich will das nur umstellen. So. Ich hasse das manchmal mit diesem Foto-Editor. Mann. So. Wenigstens haben wir hier die Wecker noch im Hintergrund. So. Jetzt kann er von mir aus Quatsch machen. Das ist mir egal. Leider steht er so blöd hinter mir. Das ist so schade, dass sie da nicht mal daneben gehen oder so. Naja, gut. Okay. Sprich mit Oswald über die Folgen seines Uhrenexperiments. Also, wie hat dir die Geschichte von Olaf gefallen? Es war toll. Es hat wunderbar funktioniert. Die Kleinen schlummern jetzt im Traumland. Perfekt. Okidoki. Ich bin dann mal weg. Nein, nein. Du wartest hier. Wir haben noch etwas zu besprechen. Haben wir das? Deine Wecker haben einen Haufen Leute geweckt. Wir können sie nicht einfach dem Schlaf entreißen. Wenn du das sagst. Ich habe gesehen, wie müde Merlin aussah, dass er dachte, ein... Ach, Capybara, genau, so heißen die. Hätte ihn zu einem Zaubererduell herausgefordert. Gaston sagte sogar, er sei zu müde für 5 Dutzend Eier und aß nur 4 Dutzend, als er zu Remy ging. Woher weiß sie das alles? Dagobert dachte für einen Moment, er sei zurück in Glasgow. Und lass mich nicht mit Rapunzel anfangen. Sie hat blaue und gelbe Farbe zusammengemischt, um rot zu bekommen. Ach, das klingt aber ernst. Ja, wir machen eine Entschuldigungstour. Nein! Schnall dich an, Oswald. Wir müssen es wieder gut machen. Irgendwelche Ideen? Lass mich nur die alten Räder in Gang bringen. Ich hab's. Wir haben die Leute geweckt, also lass uns jeden eine Tasse Kaffee bringen. Ja, das ist toll, aber ein Schlaf wäre, glaube ich, besser gewesen. Tolle Idee. Ich habe mein eigenes Geheimrezept für starken, schwarzen und weißen Kaffee. Aber ich brauche Kohle, Perlen und Oswaldschen Knoblauch. Wo soll ich den denn herkriegen? Kohle, Perlen und Knoblauch für Kaffee? Vor allem Knoblauch. Ja, stimmt, jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ich meine, Perlen sind ja schon schlimm. Keine dieser Zutaten ist für Kaffee. Die Kohle ist für die Röstung und die Perlen sind zum Anrichten. Es gibt eigentlich einen einfacheren Weg, aber ich mache mit. Ach nee, es gibt eigentlich einen einfacheren Weg, aber ich mache mit. Warte, was ist mit dem Knoblauch? Er muss schwarz und weiß sein, richtig? Die Kohle ist schwarz und der Knoblauch ist weiß. Natürlich. Warum nimmst du nicht einfach Milch für den weißen Teil? Jeder weiß doch, dass Milch den Kaffee nur braun macht, aber Knoblauch, der schwimmt herum und sorgt für ein schönes, geflecktes Aussehen. Okay, ich verstehe. Das ergibt keinen Sinn für mich, aber es ergibt einen Oswald-Sinn. Ich komme bald mit den Kaffees zurück. Super, hier ist der Knoblauch. Der hat ihn schon wieder aus der Hose rausgezogen. Aus seiner Unterhose, glaube ich. Eklig, eklig. Nein, ich habe nicht genug Perlen. Och, ihr wollt mich doch vergackeiern. Wir haben gleich mittlerweile schon den Tag rum und schon den nächsten Morgen, also sprich nach Mitternacht. Och, und ihr wollt jetzt, dass ich mich jetzt hier auch noch aufmache, um irgendwelche blöden Perlen hier rauszuholen. Ah! Ja, wir werden dann hier noch einmal schneiden und sehen uns dann gleich sofort wieder. So, wir sind fertig und können nun den Kaffee machen. Da wir jetzt sowieso gerade schon mal hier sind, würde ich sagen, machen wir das mal eben im Jeremie. Stelle Oswalds schwarzen und weißen Kaffee her. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das überhaupt, weil das Rezept dazu habe ich gar nicht. Ja, hat er uns... Er hat uns doch gar nichts gegeben, oder? Ach so, nee, ist... Ach so, Moment, wir haben 18 Perlen, was... Jetzt sieht man es natürlich nicht mehr. 18 Perlen, 4 Knoblauch. Das ist zum Anheizen. Das heißt, wir müssen 4-mal Kaffee herstellen. Das ist klar. Das heißt, wir müssen 4-mal
jeweils einmal den Knoblauch drin haben. Die Frage ist nur, ich meine, wir wären ja dann bei bei 16 Perlen eigentlich, aber wir brauchten 18 Perlen fürs Rezept. Ich habe echt Panik, da jetzt irgendetwas falsch zu machen, ehrlich gesagt. Schwarzen und weißen Kaffee her. Oh Gott. Da steht jetzt hier auch nichts drin. Ach so, 40 Kohle ist das sogar. Das ist ja nicht nur das, was wir jetzt hier drin haben. 40 Kohle und 28 Perlen. Ja, aber in welchem Verhältnis muss das jetzt gemacht werden? Andererseits, wenn wir... Moment. Ich muss mal eben was ausprobieren. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie Mist baue oder so. Ich meine, es ist Kaffee. Aber wir haben ja Perlen, wir haben Kohle. Na gut, das sind alles Zutaten natürlich, die wir eigentlich zum Kochen brauchen. Aber nicht, dass der hier nachher noch denkt... Nein, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab so eine Ahnung gerade gehabt. Wegen den Perlen und so weiter ja auch. Ich meine, Knoblauch und Kohle, klar, die benutzt man natürlich auch so. Ah, okay. Wir haben jetzt eigentlich 29 Perlen. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Okay. Okay, okay. Oh mein Gott, okay. Verteile sie an Dagobert Duck. Oh, doch. Oh, sag mir bitte, dass das geht. Sag mir bitte, dass das geht. Einen schönen Tag noch. Sag mir bitte, dass das geht. Eine alarmierende Entwicklung, genau. Bitte. Hallo, Herr Duck. Oswald und ich haben eine Kleinigkeit für dich. Oswald will Wiedergutmachung dafür leisten, dass seine Wecker dich geweckt haben. Ja, das haben... Sie haben meinen Schönheitsschlaf ruiniert. Was bietet ihr mir beide an? Einen Kaffee. Oswald hat ein spezielles Rezept für schwarzen und weißen Kaffee. Wir dachten, es könnte helfen, wenn du gerade müde bist. Hi. Ja, weil er dann einen Schreck bekommt wahrscheinlich. Also gut, lasst mich diesen Kaffee probieren. Mann, oh Mann, so einen Knabberspaß hatte ich seit einer Ewigkeit nicht mehr. Oh nein, Herr Duck, alles okay? Was ist hier los? Oswald wird eine Menge zu verantworten haben. Wie seltsam. Der Kaffee geht direkt in die Birne. Was rede ich da? Es ist an der Zeit, in den Tanzsaal zu gehen und die Sau rauszulassen. Herr Duck, alles okay? Reiß mir die Schwanzfedern aus und sag zu mir Kahlkopf. So ein Gequassel habe ich seit dem großen Crash von 29 nicht mehr gehört. Ja, Oswalds Art zu sprechen ist irgendwie ansteckend. Ja, das scheint jetzt nachgelassen zu haben. Aber danke, Oswald und auch dir, Gameplayerin. Der Kaffee hat mich wirklich aufgeheitert. Okay. Gut, dann nehme ich das mal so hin. Mal schauen, was bei ihm rauskommt. Gaston. Wenn er denn mit mir redet. Hallo, Gaston. Ja, ich verstehe schon. Gut, denn dieser Hase ist eine Gefahr. Ich weiß, Oswald hat mit dem Weckern Mist gebaut. Deshalb wollten wir dir einen besonderen Kaffee anbieten, um das wieder gut zu machen. Eine kleine Vorwarnung zum Kaffee, er hat einen seltsamen Effekt. Ich kann mit jedem Getränk umgehen. Gib schon her. Meine Güte, Gameplayerin. Diese Tasse Kaffee ist die Krönung. Ich meine, ehrlich gesagt, ist es ziemlich lustig, dass du in der Umgangssprache sprichst. Ich bin nicht einmal böse auf dich. Dieser Kaffee ist wirklich schnieke. Ich bin kein Faulpelz mehr. Ah, was ist mit mir los? Oswalds Kaffee hat einige seiner sprachlichen Züge. Ich hätte fast Lust, mit ihm zu quatschen.
Entspann dich mal für eine Sekunde. Verdiene ich nicht das Beste? Wie kannst du das lesen? Es gibt keine Bilder. Puh, ich glaube, ich bin wieder ich selbst. Das war seltsam. Der Kaffee war allerdings ziemlich lecker. Aber sag dem Hasen, dass er seine Wecker besser unter Kontrolle halten sollte. Glaub mir, Gaston, mir geht es genauso. Ich muss unbedingt mit dir reden. Ja, ich auch mit dir. Komm mal her, Rapunzel. Ich gebe dir direkt mal einen Kaffee. Hallo, Rapunzel. Ich habe eine Lieferung für dich. Für mich? Aber ich erwarte nichts. Oswald und ich möchten uns entschuldigen, dass wir dich geweckt haben. Die Wecker haben eine Zeit lang verrückt gespielt. Das ist sehr nett von dir. Aber du musst nicht... Rapunzel, du schläfst im Stehen ein. Probier das mal, aber eine kleine Vorwarnung. Oswalds Kaffee hat einige seltsame Auswirkungen. Oh, ich bin sicher, sein Kaffee ist köstlich. Wow, das wird deine Augen zum Glänzen bringen. Hä? Ich meine... Oh, dir geht es auch so? Keine Sorge, es wird bald vorbei sein. Aha. Dieser Kerl schlägt ziemlich hart zu. Wenn das nicht der Knaller ist, jetzt werde ich mich auf keinen Fall mehr so schnell schnapp machen. Bist du okay, Rapunzel? bester Tag überhaupt. Sag das mal meiner Bratpfanne. Ja, ich glaube, jetzt bin ich wieder normal. Das war seltsam, aber lustig. Ja, Oswald hat immer etwas Seltsames im Ärmel. Aber ich hoffe, du fühlst dich jetzt munterer. Ich fühle mich wunderbar. Ich werde mein Zimmer aufräumen und dann ein Bild malen und dann auf Entdeckungsreise gehen. Wow, das macht mich müde. Ich unterhalte mich so gern mit dir. Ja, und ich bin auch müde, deswegen würde ich gerne noch den Rest abschließen. Merlin! Aha. Käffchen? Ich könnte, glaube ich, auch so einen Kaffee jetzt gerade gebrauchen. Hallo Merlin, hier ist eine Kleinigkeit, die Oswald für dich gemacht hat. Ja, was? Was ist das alles, frage ich. Ach, es tut mir leid, Gameplayerin. Ich bin ziemlich müde und nicht so gut gelaunt, aber ich sollte das nicht an dir auslassen. Das ist okay, ich hätte auch schlechte Laune. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Hier, nimm mal einen Schluck. Eine kleine Warnung, es kann einige sprachliche Auswirkungen haben. Aber ich... Sprachliche Auswirkungen von Arabica-Kaffee? Sagenhaft, ich würde gutes Geld für eine weitere Tasse dieses Kaffees bezahlen. Was? Und da ist die Oswald-Rede genau nach Plan. Ich wollte eigentlich ins Bett, aber jetzt gehe ich erstmal in den Tanzsaal. Du... Alles klar, Merlin? Darauf kannst du wetten. Jetzt kann ich weiter hoppeln. Geht's dir wieder gut? Higitus, Pigitus, verflixt und zugenäht. Ja, jetzt ist alles wieder gut. Wie seltsam und welch ungewöhnliche Magie. So ist Oswald und ich glaube nicht einmal, dass es Magie ist. Die Dinge laufen bei ihm einfach anders. Bitte richte ihm meinen Dank aus, auch wenn es eine kleine Überraschung war. Wird gemacht. So. Oswald. Nun, das war interessant. Wusstest du, dass das passieren würde, Oswald? Darauf kannst du wetten. Und war es nicht allererste Sahne? Ja. Sie alle haben die Gabe zu plauschen und gelernt, mit dem Besten zu quatschen. Bitte tu das nicht noch einmal. Okidoki. Ich verspreche, es zu versuchen. Aber sag mal, jetzt da die Sache vorbei ist, wie wäre es, wenn du mir hilfst, die Sache mit Stitch zu klären? Oh ja, das stimmt. Ihr zwei versteht euch doch gut, oder? Ich sage dir, der kleine blaue Kerl ist echt bombastisch. Oh. Aber ich muss etwas tun, um das verpasste Brunch auszugleichen. Okay, wie wäre es mit einem schönen Picknick? Meine Güte, das wäre die Wucht in Tüten.
Ich kann einen Teppich, ein paar Stühle und Dekorationen aufstellen. Aha. Aufstellen. Aufstellen hört sich gut an. Kannst du die Dekorationen in Schwarz und Weiß halten? Wenn du willst, klar. Aber während ich das mache, warum denkst du dir nicht etwas Besonderes aus, um das Picknick zu vervollständigen? Du hast recht. Ich streng meine alte Birne an und lass mir da etwas absolut Irres einfallen. Ha? Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Du bist der Hammer. Aber wo stelle ich das jetzt auf? Dekoriere damit? Ja, aber wo? Wo? Wo soll ich dekorieren? Einfach irgendwo, oder wie? Nicht, dass es nachher woanders hinkommt. Ich meine, ich kann es ja bei ihm so vors Haus machen. Ich glaube, das ist eigentlich egal, oder? Ich glaube, es wird einfach nur gezählt, dass die Sachen alle so zusammenstehen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich mache es aber trotzdem mal bei ihm in der Nähe vom Haus rein. War das jetzt? Nee, das war nicht hier, das war hier, oder? Ja, das war hier. Also, zwei weiße Möbel, zwei schwarze Möbel, auch noch ausgefallene Möbel und zwei Sitzgelegenheiten. Okay. Zwei Sitzgelegenheiten. Das heißt, wir machen eine, zwei. Damit haben wir dann schon mal die weißen und die Sitzgelegenheiten. Dann brauchen wir noch schwarze und ausgefallene Möbel jeweils zweimal. So, skurril. Haben wir da denn irgendwas in Schwarz? Die Lampe zum Beispiel? Die müsste eigentlich schwarz sein. Das dürfte theoretischerweise auch schwarz sein, oder? Ist ein tolles Picknick, oder? Okay, wo ist er? Hier. Oswald, ich bin wieder da. Hast du dir etwas Lustiges für das Picknick einfallen lassen? Habe ich. Aha. Stitch sagte, dass er meinen Stil mag. Also habe ich das hier gemacht. Och, nicht schon wieder aus der Hose. Ah. Einen riesigen Cartoon-Sonnenschirm. Das ist so cool. Oh ja, im Schatten sind wir so cool wie ein Stuhl. Gut, du holst Stitch und ich stelle den Sonnenschirm auf. Danke. Okay. Okay. Sonnenschirm. Den knallen wir mal. So, hier hin. Zack. Sieht total bescheuert aus, aber das ist mir egal. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Hallo? So. Das sieht ziemlich dämlich aus, weil ich die Augen zu habe. Und lächeln nochmal. Lächeln und in die Kamera gucken. Naja gut, sie guckt nicht in die Kamera, aber sie lächelt auf jeden Fall. Ach, da unten ist Stitch. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Na super. Hallo? Ja, ja, ich kann es abschließen. Und ich kann danach endlich ins Bett. Ja, danke. Wie war dein Picknick? Ja. Es war toll, Gameplayerin. Stitch hielt mich für einen Faulpelz, aber jetzt weiß er, dass ich mir nur ein paar zusätzliche Nickerchen gegönnt habe. Wir werden unsere Brunches jetzt für nach dem Mittagessen planen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Haben wir unsere Lektionen über das Bauen von Haushaltsgegenständen gelernt, die sich selbstständig machen? Darauf kannst du wetten. Und die Lektion ist, dass es ein Aufstand ist. Nein, das war nicht die Lektion. Okidoki, ich verstehe. Aha. Wenn ich wieder deine Hilfe brauche, muss ich das Herz am rechten Fleck haben. Weißt du was? Das ist nah genug dran. Viel Spaß mit Stitch. Danke. Und nimm das hier. Ich werde nicht alle Wecker brauchen. Ach, kriegen wir so einen Wecker? Ah, cool. Das Problem ist, wenn wir den aufstellen, läuft er dann weg? Eine alarmierende Entwicklung? Was, wie? Dieser... Ach so, ja, das war die abgeschlossen ist. Okay, ich dachte gerade schon, dass das jetzt hier nochmal irgendwas Neues startet. Okay, ja, wunderbar, wunderbar. Ich habe jetzt extremst viele kleineren Dateien. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt alles in eine Folge passt oder ob ich es vielleicht doch in zwei Folgen reinpacken werde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht zu lange ist, sollte es doch in eine Folge reingepackt werden.
Und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Entschuldigt bitte, dass ich so überaus müde bin. Aber wie gesagt, wir haben jetzt in 3 Minuten haben wir schon wieder den nächsten Tag. Ich muss um 6 Uhr wieder aufstehen. Und ja, ich wollte nur mal eben die Folge zu Ende machen, was ja zugegeben wahnsinnig gut funktioniert hat. Aber immerhin kann ich die Folge jetzt noch zusammenschneiden, dann hochladen und dann entsprechend auch freigeben. Für euch dann heute, wenn ihr das Ganze anseht. Für mich dann einen Tag später. Ja, danke schön erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.